Das ist richtig geil gemacht. Mit den Glowstones als Lichtröhre. Übrigens, jetzt sind wir in der zweiten Folge. So. Da unten können wir uns noch ein bisschen Luft holen. Und da ist sogar noch eine Kiste. Schärfe. Wasseraffinität. Eine neue Schaufel. Die packe ich mal da drunter. Und die Leitern, die brauchen wir halt. Also, wie halt gesagt, Adventure Maps werden immer so ein paar mehr kommen. Wenn das hier jetzt allerdings nur so 2-3 Folgen wären mit der Adventure Map, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich alle Folgen heute hochlade, weil ja, das ist ja nicht wirklich viel, ne? So 2-3 Folgen, die kannst du dauern eine Stunde zum Hochladen. So, wenn mich nicht erst täuscht, müsstest, ja, das ist die Pumpe. Man wird sich ja gleich beweisen, ob wir schon genug Leitern haben. Ich bezweifle es ja ehrlich gesagt. Ja, was? Was dürfen wir noch setzen? Zäune, ne? Ich habe eine Idee. So, eigentlich. Ha! Ah! Hat sogar gereicht bis zur Pumpe. Oh oh. Ja, hat gereicht bis zur Pumpe. Ja, und darunter ist, ja. Das heißt, wir haben gerade mal die Hälfte. Soll das ein Witz sein? Nein! Ah, doch nicht. Okay. Ich dachte schon. Ach, los, ab durch die Pumpe. Ah, die Pumpe hat einen Leck. Was? Story und Aufgaben in Tour. Aufgaben, Story. Story Teil 2. Aufgaben. Die Regeln können wir wegschmeißen. So. Story Teil 2. Du hast festgestellt, dass im Aquarium nichts kaputt ist, aber die Pumpenrohre sind scheinbar nicht nur hier kaputt und du hörst die Pumpe auch nicht. Daran muss es also liegen, dass es im Aquarium immer weniger Wasser einläuft. So, Aufgaben. Story, die tun wir hier wieder rein. Aufgaben. Geh zuerst im Safe Point schlafen. Und lege alles, was du im Inventar hast, ab. Du wirst es nicht mehr brauchen. Falls du auch friedlich spielst, darfst du die Schwerter behalten. Suche Scheiben, um die undichten Leitungen zu kitten. Finde einen Hebel, um auf die andere Seite des Unterschranks zu gelangen. Denke daran, dass du nur Sand und nichts anderes abbauen darfst. Suche auf der anderen Seite nach eine Möglichkeit, um nach unten zu gelangen. Finde den Eingang zur Pumpe und repariere sie. Okay, dann wollen wir erstmal zum Safe Point. Wir müssen ja leider alles ablegen, was wir im Inventar haben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das fällt mir irgendwie gerade schwer. Na gut. Du kannst nur nachts schlafen. Ja, toll. Also wenn wir hier versagen sollten, dann machen wir das so, dann
dann tue ich offscreen hier wieder hinlaufen, weil ist halt immer noch dasselbe Spiel, ne? So, jetzt müssen wir die kaputten Stellen finden. Erstmal müssen wir hier an die Kisten rankommen. Da ist ein Loch. Da sind Glasscheiben. Okay. Also ist eine echt geil gemachte Adventure-Map. Vor allen Dingen mit den Spinnenweben an der Pumpe. Ist eine Außenfilterpumpe. Obwohl, ich muss sagen, wir hatten auch mal ein Aquarium mit einer Außenfilterpumpe und da war das irgendwie genauso. Also Taschenlampe. Okay. Cool. Da ist der Schrank so ein bisschen auf. Da oben ist Sand drin. Wahrscheinlich ist da eine Truhe drunter. Sag ich doch. Hebel. Hebel. Hebel für Tür zum Nebenfach. Rechts in der Wand. Okay. Rechts in der Wand, also hier irgendwo. Ah! So. Rechts in der Wand ist da hinten. Nee, das ist die Truhe. Hau weg! Anti-Allergen-Präparat. Schaufel! Das ist doch gut. Ja. B85. Kenne ich irgendwo her. Schaufel zum Reine machen. Ach, das ist. Ach, geil. Und da haben wir auch noch ein paar Leitern. Die können wir auch noch gebrauchen. Hier kommen wir auf die andere Seite vom Schrank. Und ich habe gerade Fledermäuse gehört. Da gehen wir aber erstmal nicht rein. Erstmal machen wir da den Sandbolzen weg da. Wer weiß, was da noch drunter ist. Da ist nämlich schon was. Druckplatte. Ich bin immer so, ich suche mal erst das eine ab, dann das andere. Das ist genauso wie mit meinem Ordnungswahn. Und falls sich jetzt manche denken, ich habe Ordnungswahn, ja, ich habe sogar sehr Ordnungswahn. Ich brauche immer ein aufgeräumtes Inventar, immer ein aufgeräumtes Zimmer. Aber, sagen wir es mal so. Was Ordnungswahn angeht, da war ich schon mal schlimm. Das dürfen wir nicht wegmachen. Knopf. Okay. Knopf für Pumpenanlage. Okay. Runter, nur mit Leiter anbringen. Achso. Steckdosenleiste. Ach geil. Selbst daran haben sie gedacht. So, aber erstmal gucken wir, ob wir hier noch was anderes finden. Gibt's ja alles Mögliche. Ah, nicht ruckeln, Minecraft, nicht ruckeln. Ich hab dich schon aufgeputscht, bis zum geht nicht mehr. Also wenn du jetzt ruckelst, dann bist du doof. So, aber sieht danach aus, als wäre hier nichts mehr. Da geht die Pumpe durch. Pumpenkabel. Okay, das ist die Steckleiste. Runter nur mit Leiter. Ja, vier Leitern haben wir ja. Gott sei Dank. Ups, ich habe die Riegel nicht befolgt. Bauen wir sie wenigstens an, damit der liebe Gott was von hat. So, bitteschön. Okay, hier geht das Kabel durch. Frage ist jetzt nur, ist hier noch was? Ja, ist es. Frag mich nur, was hat Sand im Schrank zu suchen? Redstone! Okay, hier geht... Okay. Okay. Da haben wir das erste Loch in der Pumpe.